Ich muss jetzt dann irgendwann mal, ich habe es im, glaube ich, im Dezember schon mal versprochen, oder versprochen nicht direkt, aber mal abgesprochen, dass man ja mal ein Community-Spiel machen, wo ich dann auch streamen werde und das Ganze dann ja ganz easy auf der Sosnowka oder auf einer der Standardkarten mit ja ziemlich wahrscheinlich allen DLCs, jetzt nachdem das zweite Addon auch noch draußen ist, wird auf jeden Fall wahrscheinlich alle DLCs als Verpflichtung sein. Und dann werden wir mal eine Runde auf ja, Sosnowka oder irgendwo anders, schauen wir mal. In dem Fall dann ohne Mods. Ja, eine Runde spielen. Und wer da Bock hat, kann da mitmachen. Wann das Ganze passieren wird, weiß ich noch nicht. Uah, hoppala. Da, wie gesagt, das Ganze auch so eine zeitliche Sache ist und wie man jetzt schon gemerkt hat, nachdem von mir jetzt doch nur Videos aktuell kamen und keine Streams mehr, ja, merkt man, glaube ich, schon, dass es zeitlich bei mir immer ein bisschen enger wird und deswegen, beziehungsweise nicht enger wird, aber es ist einfach, ja, ich habe nur ein begrenztes Zeitkontingent, was ich hier verwenden kann und dementsprechend muss ich natürlich dann auch Prioritäten setzen, was ich dann mache. Und ja, im Community-Server steht sehr weit oben, beziehungsweise eben dieses Spielchen auf mit euch da draußen. Aber wie gesagt, dafür brauche ich Zeit und die will ich natürlich dann dementsprechend auch nicht gestresst oder irgendwas dann mit euch verbringen, sondern da wirklich in Ruhe ratschen und ja, spielen und eben gucken, wie was wo. Und ja, dass ihr auch Fragen stellen könnt, wenn ihr wollt. Und und. Also da möchte ich mir einfach qualitativ Zeit für euch nehmen. Das geht aber eben nicht, wenn ich keine Zeit dafür habe. So. Ja, perfekt, dann ist es ja eh schon. Hast du ja alle Voraussetzungen dafür, dass wir das mal machen können. Da, wie gesagt, ich muss das schauen, wie wir es machen, wann wir es machen. Aber ich denke, dass wir das jetzt doch relativ zeitnah dann mal machen werden. Da ja, jetzt doch sehr viel Zeit schon vergangen ist, seitdem ich das erste Mal gesagt habe. Und deswegen bin ich da selber gerade ein bisschen im Zugzwang, aber ich lasse mich da jetzt nicht zu irgendwas hinreißen. Es soll, wie gesagt, schon Hand und Fuß haben, die ganze Geschichte. Und ja, dann werden wir das eben mal machen. So, was ich jetzt aber auch noch schnell mache, mal kurz hier an die Seite fahren. Wo ich denn? Da habe ich den. Genau. Ich bin mal ganz kurz in der Pause und ja, in 2, 3 Minuten geht's hier weiter. Dann spielen wir hier beziehungsweise verkaufen wir mal die Zuckerrüben. Bis gleich. So, dann geht's wieder weiter hier. Warnblinker können wir wieder ausmachen. Dafür machen wir mal die Rundumleuchte an. Und fahren wir das Ganze mal zum Verkauf. Dann haben wir nämlich die Rüben auch wieder weiter, haben ein bisschen Geld auf dem Konto, um dann hoffentlich bald mal die große Sämaschine zu kaufen. Die steht immer noch auf der Einkaufsliste. So. Dann haben wir nämlich das Thema auch mal. Ja, können wir uns, glaube ich, dann ganz gut leisten.
Ja, häckseln müssen wir jetzt dann mal wieder hier. Wird auch noch so eine Aktion, dass unsere Kühe Silage haben. Wir haben zwar noch Silageballen, die werden wir auch natürlich erstmal verbrauchen, aber dann ist eben auch noch die Geschichte, dass ich hier die Heady-Silos verbaut habe und die möchte ich natürlich auch in voller Pracht mal benutzen, weil die schauen wirklich geil aus. Also da gibt es gar nichts. Da muss ich nur, ja, bei der BGA muss ich da noch Schaufelkurse dann einfahren, bevor ich die fülle. Ansonsten komme ich da, glaube ich, nicht mehr drüber. Beziehungsweise, nee, die haben, glaube ich, aktuell keine Kollision. Das funktioniert noch nicht so ganz, wie es eigentlich sollte. Und deswegen ja, geht das Ganze eben nur ohne Kollision aktuell. Aber dafür schauen sie eben richtig, richtig geil aus. Also, ja, hallo Daniel aus der Schweiz, sehr schön. Ups, da verfahre ich mich gleich, siehst du mal. Beim Chatverlauf lesen verfahre ich mich gleich. So. Einmal hier wieder Geld verdienen. Und dann. Ups, hab ich da schon wieder. Ja, jetzt. So. Die Animation bräuchte der Holmer. Die schaut einfach viel, viel geiler aus. Als diese klebrige Masse da vom. Ups, vom Holmer. Das wäre schön, wenn die mal noch nachgereicht wird in dem Update. Aber ich glaube, die bleiben bei dieser klebrigen Zuckerrübenmasse, wo da rauskommt, aus dem Holmer. Ist ein bisschen schade. Aber gut. Ist einer der kleineren Abstriche an dem Gerät. Ansonsten ist es schon echt gut geworden, muss man schon sagen. Da haben sie sich mal Mühe gegeben. Das ist schon ordentlich geworden. So. Glaube ich, können wir noch mal abtanken. Und dann dürften wir aber erstmal wieder ein gutes Stück von dem Feld schaffen. Schätze ich jetzt mal. Ups. Bisschen zu stark auf die Bremse gestiegen hier. So. Ach. Lass mal den mal hier auf dem Feldweg stehen. Ach so, nee, Schmarrn, ich war. Ach Gott. Hirn, wo bist du? Ja, ich muss ja hier aufs Feld. Ach, da muss ich auch noch das Stückchen Zaun wegnehmen. Das habe ich irgendwie übersehen beim Zaun wegnehmen, dass ja da noch ein kleiner Fetzenzaun da ist. Den müssen wir auch noch wegnehmen. Ja, es sind lauter so Kleinigkeiten, die fallen einem dann doch erst beim Spielen wieder auf, wenn man so eine Karte umbaut und macht und tut. Das ist dann doch, ja, immer wieder fällt es erst eben in dem Moment auf. So, einmal hier wieder starten. Erstmal hier und dann so und los geht's. Dann schauen wir, dass wir hier noch ein bisschen Vorgewende hinkriegen. Und dann können wir nämlich hier einigermaßen sauber Bahnen fahren. Ohne ständig irgendwie hier extrem rumrangieren zu müssen. Das würde ich eigentlich eben gerne vermeiden. Soweit wie es geht. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Das ist nicht so das Problem. So.
wir schon mal an. Ist zwar jetzt am Anfang wieder ein bisschen mehr Arbeit, aber dafür dann eben, wenn es mal ein halbwegs das Vorgewende hier ist, dann kann man da dann doch zügiger arbeiten. Und dann passt das auch. So, aber jetzt machen wir doch hier mal wieder. Ach so, ja, genau. So. Einmal bodenschonend fahren. Dass das auch ordentlich hier ist. Dass wir das natürlich auch technisch richtig machen. Ja, genau, technisch richtig und gleich mal eine Bahn ausgelassen. Ja, jetzt passt es wieder. Kann ich das innen? Bin ich mal gespannt, ob ich das innen jetzt hinkriege, ohne einen Haufen auszulassen. Aber ich glaube, 5 Reihen, wenn ich die mittlere. 6 Reihen nimmt damit. 5 wären es eigentlich. Aber wenn man sich da über die Mitte orientiert, sollte das eigentlich passen. Hoffe ich zumindest. Schauen wir mal. Ne, schaut ganz gut aus. Doch. Das passt, wenn ich da mich an dieser einen Reihe hier orientiere. Ja, hier bin ich eh ein bisschen Kurven gefahren, von dem her. Machen wir da jetzt einfach mal eine gerade Bahn durch. Und dann heben. Und dann nochmal hier rüber. Gut. Perfekt. Achso, jetzt muss ich wieder hier das Ganze so und dann, ach, das ist halt echt blöd, dass man da jedes Mal umschalten muss von Fahrzeug auf Aggregat vorne und wieder zurück, nur um hier die Fahrtrichtung zu ändern. Das wäre halt schön gewesen, wenn man das auch, wenn es Aggregat ausgewählt ist, dass dann trotzdem die Fahrtrichtung geändert werden, die Fahrtrichtung, die Gangart geändert werden kann. Das wäre natürlich schon schön gewesen. Aber man kann halt irgendwie nicht alles haben. Das ist leider so. Weil beim Terra Variant geht's. Da hatte ich vorhin die Sämaschine ausgewählt und trotzdem konnte ich beim Terra Variant die Gangart ändern. Aber irgendwie bei dem leider nicht. Alles klar, Moritz. Passt. Kannst dir eh alles dann nochmal als Folgen anschauen. Alles, was hier so passiert. Keine Angst. Du wirst nichts verpassen. Dann einen schönen Abend noch. Werde mal hier mal das Rübenfeld, glaube ich, noch runter ziehen und dann mal eine Runde auf die Rockwood schauen. Da mal gucken, was da so los ist. Da steht ja doch auch relativ. So, und. Warum machst du jetzt weder das eine noch das andere gerade? Jetzt macht er das zumindest. So, gut. So, ist wieder frei. Das ist schön. Ups. Okay, da muss ich echt jetzt erstmal hier oben noch ein bisschen was wegnehmen. Das ist blöd. Da müssen wir zu viel rumrangieren, dass wir da einmal von einer Bahn in die nächste kommen. Das ist gerade nicht wirklich sinnvoll.